So, dann mal Hallöbede und herzlich willkommen zurück hier zu Lego Marvel und euren kleinen Kumpel. Du kannst dein Fahrzeug Rückrufaktion alles auf Stehtelekarriere. Okay. Dann stellen Sie es mal drauf und ja, wir fliegen einfach mal zum Shit Carrier zurück, wenn das Ding sich hier irgendwann mal wieder auskäst. Guck mal, Flugzeuge. Ich habe gar keine Flugzeuge. Boah, Starks Motorrad. Starks. Kostet mich 1.500. Dafür könnte ich vielleicht das Geld verwenden. Mal gucken. Captain America's Rächer. Toll. Toll. Was für ein Blödsinn. Toll. Noch mehr toll. Hauptsache ich mal Schutz gekauft. Okay. Danke fürs Gespräch. Dann auf zum Carrier. So, einmal alles einsammeln. Und nu? Warum löst du dich nicht einmal in Luft auf? Was? Drück unsichtbar, um dich unsichtbar zu machen. Warum eigentlich? Und unsichtbar. Ihr seid da, dann erkläre ich euch die Situation. Na, jetzt wird's interessant bestimmt. Erstmal schön ein bisschen die Sitze demolieren hier. Warum habe ich eigentlich überhaupt keine Ahnung? Einfach mal aus Prinzip so machen. Huhu. Wir haben alle Daten von SHIELD-Agenten und Avengers weltweit ausgewertet und können mit Sicherheit sagen, dass Dr. Doom definitiv Böses im Schilde führt. Na, Daumen hoch. Ich weiß, das hilft uns nicht wirklich weiter, aber immerhin ist es ein Anfang, nicht wahr? Ja, da bin ich ja richtig begeistert. Und ich dachte schon, sie hätte nichts rausgefunden. So, da kehrt jemand auf der Landebahn. Nestler. Ah, guck mal an, das sind ja alle. Eine planetarische Katastrophe bevor, wenn wir Dr. Doom nicht aufhalten. Wir müssen ihn stoppen. Ah ja, die bauen also. Jetzt frage ich mich, zwar, ob sie die paar Teile so eine riesen Kanone gebaut haben, aber okay. Die Erde, sie ist so ein wichtiger Teil meines Racheplans. Danke, aber das mit dem Rächen übernehmen wir schon. Sieh mal, Loki und sein Freund haben eine große gemeine Megawaffe. Ihr Einfallspinsel habt keine Ahnung, welche Gefahr euch droht. Ich habe diesen Doomray entwickelt, um den Planeten vor der Zerstörung zu bewahren. Natürlich auch, um jeglichen Widerstand gegen meine gütige Herrschaft niederzuschmettern. Die Erde wovor zu bewahren? Ich halte sie auf. Du machst meine Waffe fertig. Eine hervorragende Idee. Okay. Narren, ich bin hier der Herrscher. Hey, hey, spinnenartige Agilität zu euren Diensten. Du kannst mich unmöglich allein besiegen. Okay, da sind wir schon zu sechst. Ne, zu viert wieder bloß noch. Nicht rund. Ich habe zu tun. Was? Ich dachte, er will mich jetzt aufhalten. Was ist denn jetzt los? Glaubst du, Dr. Doom und Loki sind die Sorte von Typen, die sich die Macht teilen? So, das sind wir vier Mann. Ist immer was Interessantes. Zwischen vier auszuwählen. Ach, erzähl dir doch nicht. Echte Zwickmühle. Nicht mal annähernd eine echte Zwickmühle. Zeig euch mal, was hier jetzt gleich hier mal so richtig hau auf drauf spielt. Na komm her. Und doing. Ah, schön die Teile zertröschen hier ein bisschen. Wir müssen diesmal wieder einen True Believer hinkriegen, sonst bin ich ja richtig depressiv, beziehungsweise deprimiert. Ey! Aber irgendwie, achso, gut, da ist er doch. Ich würde sagen, irgendwie fehlt ja einer, aber oh nein, da hinten ist er noch. So, ich glaube hier irgendwas mit, was? Ah ja, da war der Kopf. Wir können ja mal gucken, ob Sturm das aufkriegt. Hehe, alle gerüstet. Und. Ich glaube, das
bringt nicht wirklich was. Okay. Und das war's ja mit. Dings ja mit Licht und etc. Gedöns. Deswegen hauen wir einfach mal ein bisschen noch die Anlage hier einfach ein bisschen zu klumpen. Ja, ja. Bei mir kribbelt auch so einiges. Hat aber nichts mit dem Spinnensinn an sich zu tun. Sondern eher mit was anderem, aber okay. Spinnensinn. Spinnensinn kribbelt. Ja, hat man schon mal. Na komm her. Ah. Ja, das holen wir erstmal diesen überdimensionalen Ventilator runter, sobald die Kleine mich überhaupt mal lässt. Ja, das ist ja wohl nicht mal normal. Los, komm, 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 komm. Und. Was haben wir? Ne, ist denn der bald nicht mehr tot? Achso, jetzt haben wir einen Übergang gebaut sozusagen. Tja, oh, du gehst mir auf den Zeiger, mein Freund. Und hoch mit dir. Ui. Ja, auch mit dem kann man ein bisschen alles demolieren hier. Fetzt mir wie Henne Benne. Ja, und jetzt brauche ich Captain America. Na komm her. Achso, das geht nicht. Gut. Captain America, wo bist du? Jawohl, Captain America. Ja, ist zu Diensten. Er greift an. Ja, schon mal kurz mit dem Schild auf drauf gehauen. Und jetzt. Oh ja. Jetzt, was? Und das ist eine überdimensionale Sanduhr. Wir müssen Doom und Loki erreichen. Ja, okay. Das sieht aus wie eine überdimensionale. Ach ne, halt, ich brauche ich. Tesla-Spule, die wir jetzt aufladen müssen. Und jetzt? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber alles scheint mit Magneten zu funktionieren. Dann werden wir mal ganz kurz nochmal hochrennen mit unserem kleinen Onkel. Na komm her. Weil da oben war was, was wir uns holen können mit einem Schild. Weil wir haben ja das. Amerikanisches Schild und das Feuer etc. Du warst aber einer von mir. Entschuldigung. Ups. Entschuldigung. Ja, noch nicht mal runtergekommen, richtig. Und gleich eine Formnüschel. Na komm her. Und das Ruppen mach ich mal wieder mal die Wut auf. Weg damit. So, dann brauchen wir denn eigentlich jetzt Captain America, sein Schild, wieder rein damit. Und? Was erwartet jetzt hier oben? Eine überdimensionale irgendwas. Das ist wieder was für Spidey. Spidey, habe ich gesagt. Na komm, 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 komm. Und, und. Humpf. Nein, das war der falsche. Ich will Captain America haben. So, da bauen wir uns erstmal hier dieses komische Fußabtreterschild wieder zusammen. Und dann, ja. Einfach mal das Ding da aufladen oder was auch immer wir damit machen gerade. Und wie komme ich da zurück? Fliegen. Oder auch nicht. Na komm her. Ah, es bräuchte ich jemanden, der irgendwas Zerstörbares schicken, schießen könnte. Habe ich natürlich nicht. Also lassen wir das dort auch liegen, wie es liegt. Tja. Du kannst doch das mal in der Hand nehmen. Oder wir machen es einfach so. So geht es natürlich auch. Na. Den Generator aufladen. Und weiter geht's hier. Mit was auch immer. Jawohl, das nächste magnetische irgendwas haben wir gerade runtergeholt.
So, jetzt müssen wir warten, bis alles oben ist. Und kloppen zumindest mal hier diesen. Ja, komm her. Ja, und. So, ich hoffe, dass die auch hochkommen hier. Wenn die hier sich unten feiern lassen. Ja, ich weiß, nur mit magnetischen Kräften habe ich nicht. Kriegt man die rein. So, und das ist wieder was für unseren großen Dicken. Sehr geil. Da wieder was für Spidey-Man. Nein. Los, komm, zieh. Oh, yes. Und dann auf hier. Ich war schon mal im Weltraum, aber ist das eine Aussicht? Schön. So, wir speichern uns sicherheitshalber mal ab. So, ich würde sagen. Ding. Und weg war er. Tja, guck mal, so einfach geht das. Was ist jetzt los hier? Ach. Und ja, hoch. Achso, ich hätte mit Sturm hochfliegen müssen. Okay. Kann ich aber mit Sturm fliegen? Ja, ich kann mit Sturm fliegen. Und. Durch den Stoff des Sturms. Und was machen wir jetzt? Jetzt drehen wir erstmal den Spieß um, oder was? Ist klar. Na, kommt her. Oh, hey, hör auf mich zu hauen. So. Auf hier mit Gebrüll. Oh, habe ich jetzt gerade voll durch die Scheibe geschlagen. Ach nicht, weil ich dachte ich da ganze Zeit, ich bin der Große oder weil war ich der Kleine. Oh, du gehst mir nicht auf den Sack. Ich will doch wissen, wie das ist ja. Ob ich jetzt so schnell hochrennen kann? Nee, kann ich nicht. Toll. Ich dachte, ich kann jetzt so übelst einen Sprint hinlegen, so übelst geil wie ich bin. Mein Spinnensinn kribbelt. Naja. Tolles Tor. Na. Naja, ich sehe das schon wieder. Das wird wieder ein was für unser Captain America. Ja, ich würde ja gerne lauter schreien für euch, aber ich glaube, dann kriege ich die Hucke voll von meiner Guten. So. Ah ja, guck mal, ich kann pusten. Ja, ist ja gut. Jetzt geht er wieder runter hier. Klick, 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 klick. Noch ein Donnerschock und. Und dann drehen wir mal das Ding wieder um. Schön, wie er hier rumwackelt, der Kleine. Ah, Spinnsensor, Spinnsensor, Spinnsensor. Das bist du da oben. So. Lauf einen Schritt schneller. Ja. Na komm her. Dich will ich haben, dich großen. Und. Bumpf. Warnung. Angrenzende Verbindungsbrücke ist nicht sicher. Von einem Fortfahren ist abzuraten. Ach, was du mir alles abrätst. So, komm jetzt her, hier. So, Nummer 1, Nummer 2. Damit hat sich das Thema auch geklärt, was das angeht. So, macht über Feuer haben können, Formen und Objekte irgendwas machen, okay. So, dann ruft man halt einfach die Tür hier drüben raus. Mit der Jacke wie Hose. Ah, jetzt brauchen wir mal Captain America. Ich hoffe mal, dass ich jetzt einen Rüschen hab. Ansonsten habe ich. Na komm. Und Telehepper. Na, wirst du wohl. Spring! Lauf, Forest, lauf! Was machen wir jetzt? Ach hier, wir tun die Bolzen hochdrehen. Alter, stöhn nicht so. Ach, ein Bolzen haben wir die Hälfte bloß. Ich gehe kaputt. Wie kriegen wir jetzt die andere Hälfte? Spinnensensor, komm her, Spinnensensor. Mein Spinnensinn schon wieder. Was ist das?
Ja, wir können da hochkrabbeln. Schön. Tipp, tap, tipp, tap. Tipp, tap, tipp, tap. Komm, da laufen wir gleich bis ganz hoch und sammeln das Bonusteil ein. Was uns eh Jacke wie Hose ist und weiß nicht, bringt. Aber ist ja auch ist schon mal völlig egal. Hauptsache, wir haben es gesammelt. Ja. Und dann drehen wir mal auch hier die Hälfte weg. Gucken, was jetzt gleich passiert. Ah, na guck an, wir müssen wieder mit unserer Elektro-Donnerschock-Bunny. Und rosten wir erstmal alle wieder. Na klar. Nee, diesmal nicht. Ooh, yeah. Warnung, Türmechanismus aktiviert. Von einem Fortfahren wird immer noch abgeraten. Ja, ja. Jetzt, da Sie gesagt haben, dass man sie nicht öffnen soll, will ich es erst recht tun. Klopf, klopf. So, und raus mit der Tür, los. Oh. Ja, manchmal ist... Niemals ab durchs Weltall. Alter, wo sind wir denn hier? Hallo. Jo, da haben wir den blauen Ring verpasst. Schade, schade, schade. Keine Ahnung, wo wir sind. Aber egal, Hauptsache wir zocken hier schon mal quer durchs All. Mitten im Kritzen. Schönes, schönes. Erinnere mich nächstes Mal nicht, die Panoramaroute zu nehmen. Ja, wohl erstmal den Kleinen wieder berichten, dann passt das schon. Ja, nee, ist doch. Die bauen das Ding wieder Russen. Bild draufhauen und hoffen, dass es funktioniert oder was? Hier ist Endstation, Metallkopf. Ihr jämmerlichen Würmer, verbeugt euch vor dem Retter der Erde. Doktor Doom! Ja, ich könnte auch manchmal Doom. Ah, boah, wie es hier weitergeht. Ob wir den Kampf gegen Dr. Doom schaffen oder nicht, das dann im nächsten Part bei Lego Marvel und eurem kleinen Kumpel. Also, tschö, mit dir.